Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem wunderbaren neuen Video hier. Der Benny ist auch dabei und heute geht's um ein wunderbares Auto, nämlich mein Auto, den Ford Mustang GT Premium. 5 Liter Maschine von 2014, das Modell, 2013 allerdings gebaut, importiert worden, das gute Stück. Sieht richtig schnieke aus und ich habe ja ewig kein Auto-Video gemacht oder so, weil ich immer dachte, oh, so ein Auto zeigen kommt irgendwie posig. Aber da wir jetzt hier diese Vlog-Serie starten, habe ich mir gedacht, komm, hauen wir mal draus, oder? Ja, kann man mal zeigen. Fahren wir ja oft mit rum hier in Köln, ne? Genau. Die California Edition quasi. Zeigen wir euch mal. So, dann mal los. Auf die Post, Benny. Ja, auf die Post. Ja, los geht's. Aber wie sieht das denn hier in der Karre aus wieder? Also geputzt ist das nicht. Ey, was hat's denn hier? Eine Waschbärfamilie in deinem Fußraum? Würde ich sagen, fahren wir jetzt mal rüber zu einer Waschanlage und unterdessen erzähle ich euch noch ein bisschen über diese schöne Pony. PS hat dieses schöne Pferdchen, so nennt man den Mustang, ja, den Ford Mustang. Und dieses Fahrzeug ist aus den USA importiert. Mittlerweile gibt es ja den neuen Mustang auch in Deutschland. Der hat noch nicht ganz so viele Specials wie der neue, hat aber auch schon Track-Apps und was weiß ich. Man kann die Halo-Ringe, die Farben selber bestimmen. Von 0 auf 100, wie schnell der da düst. 4,4 Sekunden übrigens, laut Herstellerangaben. Also nicht von schlechten Eltern das Fahrzeug. Ja, und ich würde sagen, wir brausen jetzt mal rüber über die Autobahn, ein bisschen auf Landstraße und dann gehen wir Auto waschen. Dann gehen wir Auto waschen, Freunde. Damit das auch mal sauber wird, ey. Ja, oder? Oder wie man die nennt. Hier kann ich jetzt runterschalten, zum Beispiel ein, noch ein, und dann geht die Drehzahl dann natürlich nochmal richtig schön nach oben. Mann, das ist ein Fest. Also, Mustang kann man auf jeden Fall empfehlen. Ist ein tolles Auto. Die haben wir jetzt schon 3-4 Jahre lang und haben auch schon ein paar andere Autos, ein paar noch vergleichbare. Man muss sagen, der Mustang ist schon eine solide Karre. Natürlich jetzt nicht unbedingt das Luxusauto, es ist eher ein Cruiser. Spitzengeschwindigkeit abgeriegelt bei 250 Sachen. Kann man auch mal ganz kurz in den Raum werfen. Man kann den sicherlich noch öffnen. Der kann sicherlich noch mehr bei der PS-Anzahl. Da geht sicherlich noch einiges. Ja, und ich würde sagen, wir düsen jetzt mal ein bisschen ins Waschen. Ja? Machen wir eine kleine Runde. Putzi. Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted pronto. I got a girl in Toronto, man, I call her Raptor. She tryna chase the dollar. Yeah, that's all she after. Da sind wir endlich angekommen bei der wunderbaren Waschanlage und man muss dazu sagen, 200 natürlich Vorsicht voran. Das war auch alles legal hier auf der A57, da gibt es ein Teilstück, wo wir halt richtig heizen können. Allerdings muss man natürlich immer vorsichtig fahren, so viel sei gesagt. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Heizer, ich bin mehr der Cruiser und dafür eignet sich dieses Auto auch richtig, richtig gut. Und ich zeige euch jetzt mal ein bisschen die Modifikation, die ich noch an diesem Mustang GT vorgenommen habe, der übrigens ein Firmenwagen ist. Danke Playmesse. Man sieht jetzt hier, ich habe die Front ein bisschen verändert. Normalerweise sind hier zwei Nebelleuchten und ich habe die California Spezialfront dran gemacht. Dafür habe ich jetzt hier unten eine Nebelleuchte. Weiterhin haben wir die Original Boss 302 Felgen drauf. Den Boss 302 Mustang kennt ihr vielleicht. Eine richtige Turbo-Rennmaschine. Das Fahrzeug haben wir auch ein bisschen tiefer gelegt und hinten gibt es noch eine Spurverbreiterung. Und für alle Motorfetischisten hier nochmal der Blick in den Motor. 5 Liter Maschine V8, natürlich nicht unbedingt das spritsparendste Fahrzeug, 12 bis 13 Liter ist man da los. Ökonomisch und ökologisch lässt sich darüber natürlich streiten. Allerdings bin ich auch nicht der Vielfahrer und ich habe Spaß am Fahrzeug. Und Benni, jetzt machen wir den Kofferraum auf, oder? Ich habe ein bisschen Angst, was jetzt passiert. Okay. Geht mir da jemand entgegen? Ja, ein paar Leichen und ein paar Milben und ein paar Fliegen vielleicht, okay. Ja? Vielleicht habe ich da noch so ein altes Brötchen, so ein verschimmeltes drin. Nein! Oh. Da drinnen ist ein Hocker.
ein Hocker für mein DJ-Pult, ja, damit ich da nicht immer dran rumstehen muss. Vielleicht wollt ihr da auch mal ein Video drüber sehen. Schreibt doch mal Hashtag DJ-Pult, falls ihr da mehr drüber sehen wollt. Ja, wie ich so auflege und pipapo, können wir ja auch mal irgendwann machen. Und hier natürlich ja so Boxen, weißt du. Oh, Klebeband habe ich auch. Das Witcher Longboard, das ist natürlich auch mal ganz praktisch, wenn man zum Beispiel mal stehen bleibt mit dem Auto und dann kann man mit dem Longboard rüber zur Tankstelle düsen. Das habe ich übrigens mal bekommen, weil ich mal Synchro für Witcher gemacht habe. Erinnert ihr euch vielleicht, wo wir die furzenden Trolle eingesprochen haben. Was haben wir noch dran? 3000 Jahre alte Pergamentrollen. Wow. Ja, die sind mindestens 20.000 Jahre. Die sind aber original aus Ägypten tatsächlich, mal vor einer Reise vor 15 Jahren. Liegen nicht so lange im Kofferraum übrigens, Benni. Ach ja, das sagst du jetzt nur so. Ich kenne dich doch. Ja, aber die sind milliardenwert, also viel mehr wert als das Auto. Deswegen hast du sie auch so gut behandelt. Ja, deswegen habe ich sie so gut. Eigentlich hätte ich die echt besser. Die sind wirklich, also das ist ein bisschen traurig fast, ja. Aber was noch viel wichtiger ist, falls wir da mal stehen bleiben, können wir den Reservetank halt auch mitnehmen, ja, wenn wir da am Longboard unterwegs sind zur nächsten Tankstelle. Oder wenn man Durst hat, Prost. Das ist aber mal richtig schön. Das ist schön hier. Der erste FC Köln, Regenschirm. Obendrauf, was man natürlich auch nicht verpassen darf in einem Kofferraum, die 3-in-1 Seifenblasen Spielzeugpistole, die immer dabei sein muss. Habe ich auch mal zugeschickt bekommen, habe ich ganz viele von. Richtig geil. Und natürlich braucht man auch in jedem Auto der Verbandskasten und das Warndreieck. Ne? Ja, falls das gehört sich so. So gehört sich das. Haben wir noch ein bisschen Müll, irgendwie ein paar Shirts, ein paar Pullis und was weiß ich was. Natürlich noch die Schlüpper von Benni auch hier irgendwo und der Cockpitpflege, die natürlich völlig ausgetrocknet ist. So, jetzt würde ich sagen, machen wir auch mal ein bisschen Pflege. Auf in die Waschanlage, Freunde. Oh, das ist eine Dame, die will es gewählt haben wahrscheinlich. Hallo. Wir zahlen jetzt. Es wird bezahlt. Nope. Meine Geheimzahl, wollt ihr die wissen? Nein. Ich habe keine Ahnung, wie das denn funktioniert. Ich bin hier zum ersten Mal, muss ich dazu sagen. Oh, guck mal, jetzt werden wir schon ausgespritzt. Benni, mach mal die Tür zu, würde ich sagen. Oh, oh. Fenster hoch. Da geht's los. Man sieht nichts mehr. Ach, guck mal, jetzt werden wir hier richtig eingespritzt. Erstmal alles im Gesicht, ey. Ich mache Dings hier ein bisschen an, damit ich überhaupt noch was sehe. Hier haben die auch so Bouncer. Kannst du mal zeigen, falls du mal irgendwo gegen titscht, ja? Hier, ja. Bouncer, falls du mal irgendwo gegen titscht. Guck mal, jetzt kommen wir in die Aktivschaumreinigung da vorne. Bist du aufgeregt? Sag mal, kennt ihr das noch von früher, wenn ihr so in Waschanlagen wart? Und ich kann mich noch erinnern, als Kind hatte ich immer ein bisschen Angst in diesen Dingern, die sich so gedreht haben. Es war irgendwie ein bisschen unheimlich. Wie ist es bei euch? Schreibt es in die Kommentare. Wie ist es bei dir, Benni? Ich hatte immer Angst, dass unsere Spiegel abgerissen werden von diesen Waschrollen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier abläuft. Okay, jetzt muss ich erstmal genau mit diesem Auto genau da reinfahren, in diese Ritzen, denn der Mustang GT ist sehr breit. Man muss übrigens auf Leerlauf schalten bei diesen Dingern, ja, und dann einfach die Karre rollen lassen. Ist ein bisschen unheimlich mal wieder, wenn man denkt, oh oh, hoffentlich bin ich jetzt richtig in der Spur gelandet. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, ich bin in der Waschanlage, ich hab solche Panik, oh oh. Oh, jetzt wird's aber finster. Der Intensivsprüher kommt. Kommt hier richtig ein Techno-Laser auf. Nächste Station, die Lüftung des Todes. Als mir warm wird. Boah, ich schwitze wie so. Ist nach der Hitze hier drin jetzt hier. Ist sowieso schwarm, wir haben ja im Sommer, aber. Hier drinnen mit dem Heißluftteil. Alter Schwede, gehst du mal rein. Psst, psst. So. Nicht bremsen, Tor öffnet rechtzeitig. Man muss schon ein bisschen Vertrauen haben, weil man jetzt hier rollt. Bitte bei grün zügig anfahren. Okay, zügig. Ich bin angefahren. Wow. Ganz schön spannend das Teil. Alter. Psst. Und jetzt gibt's noch Staubsaugen. Bist nicht angeschnallt, Benni, Alter. Ach so, sorry. Jetzt
sie da aussieht. Blitzeblank ist das gute Stück geputzt. So sauber war die, glaube ich, noch nie, das letzte Mal, als ich sie gekauft habe. Und das ist schon 3-4 Jahre her, als wir den, wie gesagt, mit der Playmaster gekauft haben. Nachdem ich den Mustang mal in den USA gefahren bin, habe ich mich in den verliebt. Ich fand die Karre einfach super. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich glaube, ich kann das Video mal zeigen und das Auto auch mal zeigen, weil ich bin ja schon alter Mann. Ich bin gespannt auf das nächste Video. Da werden wir auch noch viel, viel machen. Also einfach mal den Channel abchecken und natürlich gerne auch bei Instagram, Twitter und Facebook und so weiter und so fort. Adios, amigos! Tschö!